Groschen und Norden liegt unsere Stadt. Die starke Fußballspiel. Ja, hallo, herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Saisonstart steht vor der Tür. Unser Trainer Daniel Weber hat sich aber vorher nochmal Zeit genommen. Hallo Daniel. Hallo, schön, dass du Zeit hattest. Daniel, lass uns mal kurz, bevor wir auf die neue Saison gehen, über die alte Saison sprechen. Ziel war Klassenerhalt. Ist erreicht worden. Ist erreicht. Ich glaube, das ist der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Wir haben was geschafft, was uns vorher wieder kaum einer zugetraut hat. Wir sind mit Rosenheim haben wir natürlich in der Liga sehr, sehr starke Konkurrenz gehabt, was den besten Aufsteiger angeht. Mhm. Wir haben unsere kleine Schwächeperiode in der Saison gehabt. Hat aber auch mit den Verletzungen zu tun, oder? Ja, natürlich. Wir haben in der Rückrunde sehr, sehr viel Verletzungspech gehabt. Aber das darf als Ausrede einfach nicht gelten. Wir haben einen Kader, der über 20 Spieler hat. Und diese Spieler wollen alle Regionalliga spielen. Also müssen sie auch, wenn sie dran sind, beweisen, dass sie es können. Das haben sie geschafft, mhm, letzte Saison. Und mit den Unruhen dann im Frühjahr war es natürlich sehr, sehr schwierig für alle Beteiligten, sich auch auf das Wesentliche zu konzentrieren. Vielleicht haben wir deswegen auch ein paar Federn gelassen. Mhm. Aber ich bin rundum glücklich mit der Saison und mit dem Verlauf auch. Deswegen war es am Schluss einfach wahnsinnig erfolgreich. Und ich bin stolz auf die Mannschaft und auf die Jungs, was der Verein, gesamte Verein geleistet hat in der Saison. Das hört sich sehr schön an, aber kannst du uns noch sagen, was war dein besonderes Highlight letzte Saison? Wir hatten ja sowas wie zum Beispiel ein 63-Meter-Tor, der Lupfer vom Gigs und noch ein paar andere. Was war aber dein persönliches Highlight? Mein persönliches? Habe ich dir auf den falschen Fuß erwischt? Nein, es ist immer schwierig, eine Saison, die über 10 Monate dauert, dann vor seinem geistigen Auge ganz schnell ablaufen zu lassen. Also Bayern zu Hause zu schlagen, ist vielleicht das sportliche Highlight der Saison gewesen. Vor allen Dingen auch an diesem Spieltag hatten wir wahnsinnig mit Personalproblemen zu tun und haben es trotzdem geschafft von einer tollen Kulisse zu einem super Zeitpunkt. Da haben wir einfach einen riesen Lauf gehabt. Das ist sicherlich sportlich wahnsinnig toll gewesen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, haben mich sehr, sehr viele andere Spiele aber auch sehr beeindruckt, die wir gemacht haben. Ich glaube, eins der besten Spiele war Nürnberg hier zu Hause, was wir aber verloren haben. Wir haben bei beiden Löwen sehr, sehr stark gespielt. Wir haben zu Hause gegen die Löwen gut gespielt. Also das sind viele, viele Highlights, die wir hatten einfach in der Saison. Das größte Highlight für mich ist, dass wir unser finanzielles Defizit ausgeglichen haben und dass wir, ja, weil hier war es nicht 5 vor 12, sondern schon fast eine Minute nach 12 und da muss man sich einfach bedanken bei allen Leuten, die uns sowohl im Spendenbereich als auch im Sponsorenbereich in den letzten 2 Monaten zur Seite gesprungen sind und uns gezeigt haben, wie wichtig allen der Regionalliga-Fußball hier in Garching ist. Weil es sind nicht nur Leute gewesen, die wirklich hier im Ort ansässig waren, obwohl ich da auch sagen muss, wahnsinnig viel Interesse aus der Bevölkerung und von Mitgliedern aus dem eigenen Verein, von Vätern aus der Jugend, von älteren Herren, die in den Förderkreisen oder sonst wo zu finden sind, die uns dort zur Seite gesprungen sind, geholfen haben, aber wahnsinnig viel Interesse auch von weit außerhalb. Mhm. Also bis nach Augsburg, Stuttgart, Düsseldorf kamen Spenden und das hat schon sehr überrascht, dass das Interesse dort auch da ist und dass man uns dort auch verfolgt. Und da haben wir uns ja alle zusammengeholfen, der gesamte Verein, das gesamte Umfeld. Wir haben ganz tolle neue Sponsoren akquirieren können. Und jetzt sieht es einfach mal, ich sag mal nicht rosig aus, aber es sieht einfach mal so aus, dass wir in Ruhe arbeiten können. Mein persönliches Highlight würde ich dir gerne kurz mitteilen, weil ich habe mich mit vielen Zuschauern natürlich unterhalten. Wir haben ja eine kleine Serie erreicht, wir haben ja fast jedes Spiel ein Tor geschossen und das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass man auch immer wieder gerne zu Heimspielen kommen kann, oder? Ja, also wir haben ja diese Serie ganz lange angeführt in ganz Deutschland.
Da war es, ich weiß gar nicht mehr bis zu was für ein Spiel, ich glaube bis zum 21. 21. Und dann kam Viktoria Köln, die haben dann uns leider überholt. Das war unglaublich. Wir haben sogar bei dem ganz schlechten Spiel gegen Haching zu Hause dann irgendwann noch das 7-1 gemacht, dann noch das 8-1 bekommen und konnten so unsere Serie halt aufrechterhalten. Das hat einfach, glaube ich, in der Hinrunde vor allen Dingen auch dafür gesprochen vom Winter, dass wir sehr, sehr stark offensiv orientiert waren. Aber das sind ja alles Punkte, warum man eigentlich ins Stadion geht. Ich meine, man hat offensiven Fußball, man hat Tore, man hat Highlights. Ich meine, da muss doch eigentlich die Hütte voll werden, oder? Also wir hatten ja tolle Highlights zu Hause mit dem Spiel gegen Bayern, gegen 60 und gegen Haching mit den tollen Zuschauerzahlen. Dann waren sicherlich noch ein paar andere gute Spiele dabei, aber dann waren auch ziemlich viele enttäuschende Spiele, wo der Zuschauerschnitt unter 250 halt ging. Was für die Jungs auch nicht so toll ist, weil du magst im Herbst auch oder im Frühjahr auch vor einigermaßen vollen Rängen spielen in so einer tollen Liga. Und auch wenn Traditionsvereine wie Schweinfurt oder Memmingen oder wenn diese Mannschaften kommen, dann willst du halt auch, dass das Haus einigermaßen voll ist. Ich meine, wir sind ja auch ein Traditionsverein, wir haben ja auch eine sehr schöne Geschichte. Gerade mit dir, sage ich mal, und Franz Hölzel, als er damals dann erster Abteilungsleiter wurde, warst du ja schon im Verein, da habt ihr ja auch einiges erreicht. Ja, also ich hoffe, dass wir zum Traditionsverein in so einer Liga werden können. Die Tradition des Vereins ist es schon lange, aber ich glaube, der höherklassige Fußball halt einfach nicht. Da müssen wir halt hinwachsen in der Konkurrenz zu den ganzen großen Vereinen. Und da muss man auch sagen, also das, was mit den Löwen gerade passiert ist, ist halt wahnsinnig traurig für so einen Verein und für so eine Fanschaft. Aber ist eine mega Chance wieder für unsere Liga. Es werden Aufgaben gestellt, ich glaube, da träumen wir jetzt noch gar nicht von, was da auf uns zukommen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da passiert, aber es ist eine Riesenchance für die Liga. Ich hoffe, dass die Löwen auch schnell wieder hochkommen, weil die gehören einfach höherklassig. Und da der Daniel Bierhoffka ein guter Freund von mir ist, Ihr habt euch auch mal ein Zimmer geteilt, so nebenbei. Ja, wir haben eine Lizenz zusammen gemacht. Genau. Und dieser Verein gehört nach oben und ich glaube, der Daniel hat das im Kreuz, das wieder zu schaffen mit den neuen Verantwortlichen. Aber wir wollen es mal jetzt positiv für uns und für die Vereine aus der Region nutzen, dass diese Aufbruchstimmung in dieser Liga als 19er Liga, die wird dieses Jahr bestimmt sehr, sehr chaotisch. Aber wenn man dann rückblickend sieht, hat man sicherlich eine ruhige Saison mit einem unglaublich heftigen Meister, der einfach fast nicht zu schlagen war und der auch verdient, da müssen wir auch, ist unser Partnerverein, Grüße nach Haching und nochmal auf offiziellem Wege alles Gute, in der dritten Liga haben sie sich absolut verdient. Aber damit geht halt ein Traditionsclub aus der Liga wieder raus. Aber jetzt haben wir eine 19er Liga, jetzt wird sie chaotisch. Jetzt werden viele Mittwochsspiele werden, viele Freitagsspiele werden. Es wird sich abzeichnen, dass es immer professioneller werden muss, um diesen Aufgaben dort standzuhalten. Auch diesem Fanansturm, der dann gegen 60 auf einen wartet wahrscheinlich. Und da bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass wir uns die nächsten Jahre mit diesem unglaublichen Münchner Fußballbereich, der sich in der, also wir hatten es mal vor ein paar Jahren in der Bezirksoberliga als S-Bahn-Liga bezeichnet, wo alle Mannschaften im S-Bahn-Bereich gehaust haben. Jetzt muss man sagen, ich glaube sechs Vereine in und um München herum in der Regionalliga, also unfassbar, also spricht für viele tolle Derbys, für viele spannende Duelle, auch mit unserem Nachbar, mit so Weggefährten wie Pippinsried und Unterföhring. Da freue ich mich riesig drauf. Du hast jetzt schon ein bisschen auf die neue Saison angeschnitten. Ich würde jetzt als erstes nochmal kurz eins festhalten. Letzte Saison waren wir offensiv, attraktiv. Wir haben den Zuschauern immer was geboten, dieses Jahr auch. Natürlich, wir werden unsere Marschrichtung nicht ablegen. Ich glaube, wie sagt man so schön, hinten gewinnt man Meisterschaften. Vorne muss man den Abstieg verhindern. Nein, wir weiß nicht. Ja, sonst müsstest du dich auch komplett verbiegen, weil du bist einfach ein offensiver Typ, oder? Ja. Trotz, dass du nur ein Tor gespielt hast. Genau, aber ich wollte ja mal alles von mir weghalten. Ja, ja. Nein, ich denke mal, wir, wir,
wir haben natürlich einen großen Umbruch. Also uns gehen viele, viele starke Köpfe verloren. Was mir persönlich wahnsinnig leid tut, sportlich muss ich einfach sagen, haben die Jungs einfach ihren Job hier wahnsinnig gut gemacht die letzten Jahre. Egal, ob das ein Flo De Prato, ob das ein Gix ist, ob das ein Olli Hauke ist, ob das ein Daniel Maus ist. Aber sag mal, bis auf Daniel haben alle einen anderen Plan vom Leben. Die müssen an Arbeit denken, der Flo an Gesundheit denken, der Olli denkt an Studium. Nur der Daniel geht halt nach Buchbach zum alten Verein zurück. Also er wechselt ja immer schön zwischen Buchbach und uns, vielleicht hin und her, keine Ahnung. Aber nein, ich wünsche ihm da auch alles Gute. Aber es ist was anderes, glaube ich, was Buchbach zu bieten hat, als das, was wir zu bieten haben. Und da sind wir aber auch wieder bei dieser Zuschauergeschichte. Ja. Dort spielst du fast jedes Wochenende vor 1000 Zuschauern. Das finde ich auch toll. Muss man einfach sagen. Das kann ich dann auch schon nachvollziehen. Aber wir wollen ja hier attraktiven Fußball zeigen in Zukunft, wollen wieder eine neue Mannschaft aufbauen. Ich habe sicherlich jetzt einige nicht aufgezählt, aber die hier auch tolle Arbeit geleistet haben. Aber ich sag mal, bis auf Daniel geht keiner zu einem Liga-Konkurrenten. Und unsere Aufgabe ist es jetzt einfach wieder aus den neuen Spielern plus den noch erfahreneren, die wir jetzt in den Reihen haben, wieder eine starke Einheit zu formen. Wir haben jetzt dann demnächst offiziell Starttraining, die erste Einheit, sage ich mal, und dann kommen 4 Wochen intensiv. In den 4 Wochen haben wir 2 Heimspiele, einmal in Dietersheim ein Auswärtsspiel und einmal in Unterföhring. Wie gehst du die 4 Wochen jetzt an? Ja, also als allererstes steht im Vordergrund, schnell die Position zu finden, wo sich jeder in der Mannschaft gut zurechtfindet, eine starke Einheit zu werden bis zum ersten Spiel. Wir trainieren oder können ja nicht so viel trainieren, wie das andere Mannschaften machen. Das liegt halt auch an unseren finanziellen Mitteln, den Jungs das zu entlohnen. Wir haben gute Verstärkungen dazu bekommen. Ich bin viel Talent dazu bekommen. Ich bin sehr gespannt auf das neue Gefüge der Mannschaft. Es wird sich ein komplett neues bilden müssen. Und ich hoffe, dass dort schnell Spieler Verantwortung übernehmen und dass diese Spieler dann versuchen, den Rest mitzutragen. Das heißt, wir können uns wieder freuen und ich habe so ein bisschen rausgehört, du hättest auch kein Problem, das ein oder andere Spiel auch mal zu Hause vor voller Kulisse zu spielen. Wir wünschen euch einen schönen Tag und sagen vielen Dank an dich. Danke. Und wir freuen uns natürlich auf die nächsten Tage, auf die Vorbereitungsspiele. Das findet ihr alles natürlich auf unserer Homepage. Viel Spaß, auf Wiedersehen.